Mein Name ist Manuel Gulich, ich bin einer von den Oberärzten aus der Strahlentherapie und Radioonkologie hier in der Universitätsmedizin Göttingen. Und wir sind heute hier an unserem Ethos, dem neuesten Linearbeschleuniger in der Abteilung. Das Besondere an dem Ethos ist, dass wir hier eine tagesaktuelle, hochqualitative Bildgebung machen können von der Positionierung der Patienten direkt auf dem Tisch. Und diese Bildgebung können wir dann in einem weiteren Schritt verwenden, um einen tagesaktuellen Bestrahlungsplan, der jeweils angepasst ist auf die Anatomie des Patienten, in diesem Moment abstimmen können. Wir haben so die Möglichkeit, die Zielgenauigkeit der Strahlentherapie zu erhöhen. Wir können eine bessere Tumorkontrolle uns erhoffen von der Therapie und wir erhoffen, dass wir dadurch eine Reduktion der Nebenwirkungsraten erzielen können, also weniger akute Nebenwirkungen unter der laufenden Therapie, als auch weniger Nebenwirkungen, die dann im Anschluss an die Strahlentherapie noch auftreten können. Mein Name ist Stefan Rieken, ich bin Professor für Strahlentherapie und seit 4 Jahren Direktor der Uniklinik für Strahlentherapie hier in Göttingen. Es gibt aktuell nur wenige Geräte in Deutschland, tatsächlich weniger als 10. Die in der klinischen Routine zur Verfügung stehen. Da sind wir besonders stolz, dass wir in Göttingen zu den Kliniken gehören, die das den Patienten der Region und auch überregional anbieten können. Wir merken schon jetzt, dass viele Patientinnen und Patienten weite Wege fahren, um diese moderne Technik der Strahlentherapie in Göttingen zu erhalten. Die adaptive Strahlentherapie beim Ethos ist besonders geeignet für Tumore in Organsystemen, bei denen eine große Lagervariabilität vorhanden ist. Das bedeutet also vor allem Organe im Becken, wodurch die Darmtätigkeit und die Blasenfüllung Variationen entstehen. Es bietet sich zum Beispiel eine Bestrahlung beim Blasenkarzinom an, beim Prostatakarzinom an oder im Zustand nach einer entfernten Prostata. Gynäkologische Tumore und Enddarmkarzinome sind weitere typische Indikationen. Der Ethos ist nur eines von 3 Bestrahlungsgeräten, das wir in den nächsten Jahren hier installieren dürfen. Wir haben mit der großartigen Unterstützung des Landes Niedersachsens die einmalige Gelegenheit, alle 3 Bestrahlungsgeräte auszutauschen und durch moderne Geräte mit wirklich innovativen Therapiemöglichkeiten zu ersetzen. Kurzum, mit dieser Erneuerung gehören wir wirklich zu den exzellent ausgestatteten strahlentherapeutischen Einrichtungen in Deutschland. Und ich freue mich, dass wir diese Techniken schon jetzt und zunehmend mehr in die Routineversorgung einbringen können.